Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute meinen Sanalari-Troll wieder ein bisschen weiter leveln. Wieder eine Truppe aus dem Stream haben wir zusammengetrommelt. Und ja, wir wollen ein paar Dungeons machen, beziehungsweise ich quest nebenbei jetzt immer so in den Zwischenräumen. Denn ich versuche ja noch mein Brachland-Achievement hier fertig zu kriegen. Fast durch sind wir mit dem Achievement, ne? Immer so ein, zwei Quests kriege ich zwischendurch reingestreut. So, in der Instanz waren wir tatsächlich auch noch nicht. Der Schattenhammer will uns ans grüne Leder. Und hier können wir auch richtig viel skippen, ne? Da geht die sogar einigermaßen schnell. Wir haben jetzt mittlerweile ja etliche Erfahrungen in Instanzen gesammelt, was du skippen kannst, ne? Den Zerstörer von Azeroth nähren. Und hier kannst du eigentlich direkt durchlaufen, musst fast keinen Boss machen. Ich bin gerade überlegen. Den ersten Boss gibst du, den zweiten Boss gibst du, den dritten kannst du, wenn du richtig läufst, auskippen. Den vierten... Naja, du kannst eigentlich hier direkt bis zum Endboss durchlaufen, tatsächlich. Ich bräuchte jetzt endlich mal meine Heilung, ne? Dann könnte ich mich selber hochheilen und wäre nicht auf den Heiler angewiesen. Er macht seinen Job zwar einigermaßen gut, ne, aber trotzdem wäre es natürlich besser. Hinterherzukommen ist ja schwieriger, meine Güte. Ja, ich habe die jetzt mal hier mitgezogen. Die ja. Murlocs, die hier kann man skippen. Ja, ich werde jetzt halt sterben wahrscheinlich, wenn ihr nicht... Oh, okay, ich bin sowas von tot. Ich muss bald bubbeln. Ja, mach. Und nutze meine Eigenheilung und dann tue ich die Bubble wegklicken. Fuck, ich habe einen Ausdauerbuff. Nee, okay, passt. Ich habe die Bubble weggeklickt. Was hast du gebubbelt? Das Ziel kann ich nicht angreifen. Ich hab gelernt. Und wir haben das Erdelementar. Wunderbar. Er hat auch gelernt. Ich muss erstmal was anvisieren. Wir spielen uns noch ein. Ich brauche ein Ziel. Mal, siehst du. Und ab hier kannst du eh alles skippen. Also hier am Rand entlang laufen. Also ich snack jetzt hier, ne? Leeres Brot, aber es ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Müssen wir jetzt bloß ein bisschen gucken wegen diesen blöden Tentakeln, das ist immer ein bisschen nervig. Das sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn aus diesem kleinen Geisterwolf so ein riesen Taure rauskommt, ne? Du hast episch falsch ausgesprochen. Okay, ja, sorry, episch. Shit, ich bin betäubt. Ungünstig. Ich muss erstmal was anvisieren. Ungläubige. Hoffen wir, dass du nicht gleich hier von der Tentakel erwischt wird, weil ohne Heal wird es dann unschön. Ah, Tentakel, war klar. Ich dachte es mir schon. So, was habe ich jetzt noch? Bubble habe ich nicht. Okay. Ja, ich werde sterben. Fuck, ich dachte mir, dass das passieren wird. Du, es war auch gar keine Insight da vorne. Ah ja, schau. Die ganze Gruppe war hinten. Ja gut, bin ich wenigstens allein gestorben. Warte mal, soll ich reinlaufen? Da rettest du mich schneller, als bin ich am überlegen. Ja, warte kurz. Ich glaube, das geht sich sogar noch aus. Ah, war vielleicht nicht so clever. Ich wusste, dass sie dich grabben werden. Das war so eine 1 zu 4 Chance. Den Infight. Hier bist du teilweise mit den Tentakeln Infight, wenn die Leute noch in der Nähe rumstehen. Ich glaube, ich hätte doch lieber laufen sollen. Jetzt bin ich out of fight, aber da sind noch zwei Gegner im Weg. Da? Nee, Cast abgebrochen. Ich laufe rein, das geht schneller.
Jetzt hätte ich dich retten können. Ja, so ein weiter Weg ist es ja nicht. Okay, grüß dich. Ich muss ihn jetzt möglichst mal transmoggen, ne? Der sieht halt aus wie Kraut und Rüben, der Char. Aber der Iro, muss ich sagen, der hat was. Ich glaube, den Boss brauchen wir nicht. Du kannst den komplett skippen. Ist es gar nicht mehr so, dass man alle Bosse, die beim Dungeon drunter angegeben sind, braucht? Nee, im Endeffekt ist es so, dass die komplette EP, also die komplette Abschluss-EP, jetzt durch den Endboss getriggert wird. Und dass da ja das der allergrößte Teil an EP in der Instanz ist, willst du halt eigentlich gucken, dass du so schnell wie möglich zum Endboss kommst und den umzimmerst. Und die Bosse bringen... Das ist cool. Hat halt nur ein paar Probleme. Vorher hattest du ja diese Bonus-Bosse, ne? Du hast hier unten auch noch diese Bonus-Ziele. Die haben ja alle nochmal extra EP gebracht. Dann hast du halt nochmal so ein Bonus-Ziel mitgemacht und hast extra EP bekommen. Das gibt's jetzt halt nicht mehr. Die bringen halt gar nichts. Das entwertet halt die ganzen Bosse. Also du läufst jetzt halt nur noch zum Endboss, haust den um. Und dann haben wir halt schon mal ein bisschen bei den Instanzen rumprobiert, wo du was auslassen kannst. Weil du ja teilweise ein Level durch ein End, durch das Endding kriegst, ne? Und wenn du halt möglichst viel auslässt, hast du halt mehr EP in der Stunde quasi erfarmt. Dann gibt's halt Instanzen, wie es verliest, das dauert halt original 2 Minuten. Und dann bist du durch, ne? Und hier, gut, das ist jetzt auch nicht so extrem. Warte mal, wo seid ihr denn lang gelaufen? Ah, ja, jetzt seid schon richtig, okay. Na gut, ich finde es cool, weil ich war gerade zu PC-Zeiten immer ein großer Fan von Time Runs. Schnell durch die Inis durch ist immer super. Man darf es halt bloß nicht übertreiben, wie ich gerade. Ich muss erstmal näher ran. Das ist halt ätzend. Hier kommen diese Tentakel raus und wenn sie einen Heiler grippen und der halt ausgeschaltet ist, dann war's das halt, ne? Wenn du halt viel zusammengepult hast. Ja, ich hab kein Ziel. Das ist halt kacke. Aber es gibt halt auch genau die gegenteiligen Leute. Du willst viel auslassen und die rennen trotzdem in jede Gruppe rein. Gerade wenn du mit Random unterwegs bist. So, hier wird's jetzt tricky. Wenn wir ganz uns an der Wand halten, können wir den auslassen. Boss. Druck, lass sie nicht vorbei! Wächterschatz! So, wir sind jetzt bald beim Endboss und haben alles bis jetzt geskippt an Bossen. Und hier können wir durch den Boss durchlaufen, dann resettet der nämlich. Ich hatte gehofft, dass ihr es zu mir schafft. Jetzt darf ich eure Köpfe absagen. Musst du den nämlich auch nicht spielen. Bei manchen Instanzen musst du halt ein bisschen rumprobieren, wo du was skippen kannst, ne? Aber dann kannst du ja halt teilweise schon echt viel Zeit sparen. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ja, da hinten castet noch ein. Oh fuck. Das war jetzt knapp. Und dieser Autowalk. Und hier auch wieder an der Wand halten. Dann müssen wir nämlich nur eine Gruppe spielen. Ihr kommt zu spät. Die Beschwörung von Akumai ist abgeschlossen. Wir müssen quasi den Boss spielen und den Endboss und alle anderen kannst du halt skippen. Das sind halt, wir sind nicht. Hier gibt's halt eigentlich schon ziemlich viele Bosse. Ich brauche ein Ziel. Was passiert denn eigentlich, wenn du den ganz in die Ecke ziehst? Weil der spawnt um sich rum so Wasserelementare. Also wenn, dann ist das eine verdammt gute Idee oder eine verdammt schlechte Idee. Okay, das war eine verdammt schlechte Idee. Weil die Wasserelementare sind genau hier drin gespawnt, haben wir wieder hochgezogen. Okay. Ja, das machen wir nicht nochmal.
Ich muss erstmal was anvisieren. Ich dachte vielleicht, wenn du ihn genau in die Ecke ziehst, dann verbuggen die was Inventare, spawnen in der Wand drin und kommen gar nicht, ne? Das war mein Plan. Was ist anstatt passiert? Die sind halt genau in ihm gespawnt und haben ihn instant hochgeheilt. Ja gut, also das machen wir nicht mehr. Müssen halt die Elis hier killen. Aber so, wenn du so machst, dann spawnen sie zumindest aufeinander, ne? Gar nicht so ich schlecht. Ich brauch ein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was. Wenn die ihn halt erreichen, dann heilen die ihn halt hoch, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ja, mein Trank ist ausgelaufen, sehe ich gerade. Den am besten immer wieder checken, weil das 10% haben oder nicht, ne? Ist halt schon einiges. Ich muss erstmal was anvisieren. Gut, dass du das gerade gesagt hast. Ja, das ist. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Meiner war auch nicht mehr da. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich habe kein Ziel. Das ist ohne einen Timer ein Buff. Ich brauche ein Ziel. Dass es reicht, wenn man durch die Elementare durchläuft? Bist du dir sicher, ernsthaft? Ich dachte, du musst die killen. Ich muss erstmal was anvisieren. Wenn das stimmt, dann habe ich es bis jetzt immer falsch gespielt. Ich habe kein Ziel. Habt ihr das gerade beobachtet, wenn ihr durchläuft, dass die weg sind? Ich brauche ein Ziel. Habt ihr gerade der im Wolf? Ich brauche ein Ziel. Ich dachte immer, dass du die töten musst. Ja, ich kenne das nur so, dass man die töten muss. Ja, ich nehme mich auch. Aber es kann natürlich sein, dass wenn man durch die durchläuft, dass die auch weg sind. Steigt aus der Tiefe. So, mal schauen, wer jetzt gegrabt wird von den Tentakeln. Der Bubble wieder ready, also von dem her. Voll weit weg. Man hätte sich am Anfang, wo wir noch in Zuldazar waren, so einen Loa-Buff holen sollen, weißt du, das wäre halt clever gewesen. Ich meine, die sind nämlich relativ stark. Scheiße. Blöde Tentakel hat mich erwischt. Ich hoffe, wir kommen danach mal ins Verlies rein, ne? Gut, das Problem ist, wir sind jetzt eigentlich schon relativ hoch vom Level im Durchschnitt. Dass wir da nicht mehr reinkommen, das wäre halt arg schade. Und wieder Level up. Alles klar. Komm, drückt alle die Daumen, wir brauchen das Verlies. Ach nein. Wie ich die Naden hasse. Du kriegst halt, wenn du liest, die halbe Stunde Debuff, das ist das Problem. Sonst würde ich sagen, raus aus dem Ding. Aber ging das nicht mal, wenn man den ersten Boss gekillt hat, dann konnte man leaden ohne Debuff? Ja, das geht, aber du hast trotzdem noch eine Viertelstunde, dass du nicht anmelden kannst. Du kannst dann eine Viertelstunde niemand questen, ja. Gegen die Schlangenlords. Ich muss erstmal was anvisieren. Du konntest spezifisch, glaube ich, anmelden. Also wir können es gerne ausprobieren, aber... Weil hier ist ja theoretisch schon ein Boss. Vielleicht hätte ich hier nicht alles zusammenpullen sollen, hä? Ich hab grad Schwierigkeiten. Ich hab mal gebubbelt. Drück die Bubble weg. Die müssen jetzt wieder zu mir kommen. Gut.
Hast du schon Lichtblitze ohne Ende? Also richtig Mana in den Sieg. Trotzdem krieg ich's nicht gebacken. Verdammt! Gut, das war vielleicht ein bisschen viel. Der Boss haut halt schon ganz gut rein. Ich lauf ran, vielleicht kriegt er das noch so lang. Dann können wir ja mal gucken, ob das funktioniert. Weil die dauert halt wirklich im Verhältnis viermal so lang wie eine kurze Inni. Im Sleep. Ich brauche ein Ziel. Die kriegen wir. Lauft einfach ran. Das war, glaube ich, nicht so clever, den Boss mitzupullen, der heilt, weil wir kriegen ihn halt nicht die ganze Zeit interrupted auch. Die ganze Zeit oben. Ich hab mich selber jetzt mal noch ein bisschen hoch. Ich muss erstmal was anvisieren. Ja, den haben wir weggeprogressed hier, den Boss. Zweifel hängt wie an meine Heilfähigkeiten. Ja, Heilung ist schuld, ganz klar. Jetzt, wo du es erwähnst, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, ne? Aber das ist eigentlich der Grund, warum wir jetzt hier gestruggelt haben. Ich brauche ein Ziel. Im Notfall sind wir der Heiler schuld. Okay, warte, jetzt schauen wir mal, wenn wir leaven, ob wir dann nochmal queuen können, ob das mittlerweile anders ist. Einfach mal Instanzgruppe quasi verlassen. Eigentlich, also Debuff dürftest du auf jeden Fall keinen kriegen. Nee, ich habe keinen Debuff bekommen, das passt. Aber wahrscheinlich das Q-Ding, oder? Ja, wir können jetzt halt 11 Minuten lang nicht random queuen. Du kannst jetzt halt nur spezifisch queuen, aber spezifisch kriegst du halt die Dings-EP nicht, ne? Die NDP. Müssen wir jetzt halt schnell 10 Minuten kurz questen. Und dann können wir neu queuen. Da sollten wir am besten halt mal gucken, dass wir alle auf denselben Queststand kommen. Dann können wir, wenn so eine richtige Kack-Inni kommt, können wir dann halt ein bisschen skippen. Raus damit! Ich bin jetzt auch eh gleich fertig mit dem Brachland. Dann können wir uns eigentlich in der anderen Zone zum Beispiel alle treffen. Und dann da zusammen anfangen. Was ist denn das jetzt hier? Wir sind wieder so eine Kodo-Quest. Ah, nein. Jo, Faint, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich meine Verlies war Stufe 25. Ne, 20 kannst du Verlies tatsächlich schon rein. Blöd, Scharlachrotes Kloster hätten wir jetzt schon in der Liste mit drin. Zwei Level noch, ja. Brauche noch zwei Level auf Stufe 40 zumindest. Das war heute, also das wollte ich halt Minimum schaffen, ne? Wenn ich die 20 Level mache. Mit dem Dings war das schön, mit dem Monk, da habe ich ja an einem Abend auf 60 hochgeballert. Aber das ging halt auch mit diesen 50% Buff von dem Ganzen, ne? Das ging halt wesentlich zügiger. War dann halt schon eine schicke Geschichte. Ja, am entspanntesten war es noch mit der alten Werb dein Freund Einstellung, mit diesen 300% Erfahrung. Da ging das richtig ab. Wenn du dann noch diese Tränke hattest zudem, dann konntest du das noch weiter hochstacken. Aber die hast du ja leider mittlerweile nicht mehr, die haben sie rausgenommen aus dem Spiel. Was ich echt schade finde, die waren richtig nice. Ja, da hast du ja richtig viel gemacht dann. Das ist leider aber das so, wie Ikari dann angefangen hat zu spielen. Weil ich sie ja gleich eingeladen habe und dann hat sie halt mit 300% ihren ersten Char hochgezogen. Ja gut, da siehst du zwar dann nicht mehr so viel, hast du den Char halt richtig schnell oben, ne? Aber wenn du jetzt hier die zwei Flask quasi, die zwei 300er Flask gesteckt hast und dann noch die ganzen kleinen EP-Sachen, die du holen kannst, wie Dunkelmond-Buff und sowas,
Und dann auch noch dein Account Key und alles. Und dann, wer dein Freund hattest, dann konntest du das so stacken. Also ich glaube, ich habe es mal durchgerannt, irgendwie 2000 irgendwas Prozent konntest du unter anderem stacken dann. Also das ging halt richtig, richtig gut ab. Aber Raus ja, damit. leider, Die leider geht das Soldaten alles nicht klingen mehr. niemals stumpf. Ja, jetzt geht's ja mit Werb deinen Freund nur noch bis maximal 50%. Ja, und ich habe gehört, das stackt nicht mehr mit dem Helm Gear. Also, Nein, ja. du kriegst nur die Differenz hoch. Ja, aber das ist doch totaler Käse, weil mit dem Elm Gear hast du ja auch schon, wenn du alle Items hast, so also 55, also bringt's dir eigentlich gar nichts. Genau. Also. Ist bei uns ist der Vorteil, ich bin knapp bei 50%, sie hat mit ihrem Account Gear 45%. Und da ich eh einen zweiten Account wollte, habe ich zu ihr gesagt, du lad mich doch mal ein. Und jetzt haben wir quasi diesen Werb deinen Freund, diese 5% bringt's uns. Ja, gut, okay. Ja, besser als nix. Was ist denn das hier alles? Ich habe kein Ziel. Ja, gut, 7 Minuten sind es jetzt noch. Das geht. Wenn du halt zwischendrin dann was questen kannst, dann ist es wahrscheinlich echt sinniger, als wenn du so eine Ewigkeits-Inni kommst. Ich muss erst Ja, mal so was habe ich es immer angesehen. gemacht. Weil es gibt halt Instanzen, die sind einfach sinnbefreit, das Leveln. Ich finde das halt so blöd von Blizzard gemacht, ne? Das, in manchen Instanzen brauchst du halt wirklich, also für Lies, wie gesagt, 2 Minuten, ne? Manche Ich habe brauchen kein halt Ziel. 5 bis 10 Minuten und dann gibt es manche, die brauchen über 20 Minuten, 25 Minuten und Höhlen des Wehklagens. Das ist halt so ein Laden. Den kannst du einmal, wenn du ihn für Quests machst, ist okay, ja? Das ist zwar eigentlich auch schon nicht effektiv, aber da kannst du es noch vertreten. Aber wenn du keine Quest hast, dann ist das Ding einfach sinnlos zu machen. Das dauert so lang, weil du halt wirklich alle Bosse, das sind glaube ich 7 Bosse oder so, musst du spielen. Und die Wege sind halt auch relativ lang. Das ist halt wirklich so eine richtige Kack-Ini. Und dann gibt es noch so ein paar andere. Düsterbruch ist zum Beispiel auch so ein Loch. Da eine Weile drin. Dann questest du, glaube ich, in der Zeit einfach lieber ein bisschen. Und gut, das dauert jetzt nicht so lange. Eine Viertelstunde musst du halt warten, ist okay. Ja, Düsterbruch, beste Ini. Also ich weiß nicht, ich muss da nicht rein. Die sind eigentlich irgendwie alle gammelig, die Düsterbruch-Innis, weil sie halt auch von der Schwierigkeit ein gutes Stück höher sind Boom, der als Harder. die normalen Innis. Da tust du ja meistens mit Gruppen immer ein bisschen schwieriger. Tuk-tuk. Weil ich Leg finde, die wohl. ziehen sich halt dann immer, wenn du jetzt nicht eine eingespielte Gruppe hast, dann ziehen die sich wirklich ewig, die Düsterbruch-Innis. Die waren ja damals zu Classic-Zeiten quasi die Innis, die nachträglich eingeführt worden sind, wo dann nochmal ein Ich muss Stück erst mal schwieriger was war, wo es halt auch anvisieren. besseren Loot gab. Deswegen sind die halt auch ein bisschen härter gescaled. Und ja, Außenwert zum Stratholm, da brauchst du gar nicht reingehen. Wenn du da drin bist, du alleine, bis du den ersten Mob töten kannst, bist du 10 Minuten Instanz drin. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Das ist, glaube ich, die allerschlimmste. Aber dann ab 70 ist das, glaube ich, ab dem Levelbereich Ich brauche ein meldest du auch Ziel. kein Wottel mehr an, weil du willst Ich halt habe einfach kein nicht Ziel. reinkommen. Ich brauche ein Ziel. Oh, jetzt habe ich hier sogar Dings. Wenn immer mehr Gegner. Ich muss erst mal was Eigentlich ist die anvisieren. Quest ja ganz cool gemacht mit dieser Karawane, ne, die man immer weiter begleiten muss. Ich brauche ein Ziel. Warum greifen uns eigentlich Ich Orks muss an? erst mal was Brennende Klinge, anvisieren. sind die mit der Horde auch Ich habe kein verfeindet? Ziel. Kennt sich da einer Ich brauche ein mit der Ziel. Lore aus? Geht mir Ich die habe ganze kein Zeit Ziel. irgendwie, warum werde ich die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Orks angegriffen? Ich muss erst mal was anvisieren. Ich habe Aber kein wahrscheinlich Ziel. ähnlich die Story wie quasi Ich die brauche ein Ziel. Orks, die man ja hier in den Lägern Ich hat, muss die in erst mal Level was 90 sind, anvisieren. die auch Ich mit der brauche ein SO-Quest Ziel. zusammenhängen. Ich habe kein Ziel. Ich muss erst mal was anvisieren. Hier kannst du ganz schön Tasten spammen, ne? So viele Viecher, wie hier auftauchen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erst mal was anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich frage mich hier, ob irgendwas passiert, wenn du die einfach gar nicht abschießt. Ob du das failen Ich kannst brauche hier. ein Wenn du einfach Ziel. AFKst und diese Ding runterspielst. Aber ein bisschen Life Ich habe ich habe kein tatsächlich schon Ziel. verloren. Also wahrscheinlich geht's Ich muss nicht, erst mal was wenn du anvisieren. die einfach mitziehst, die Ich habe ganzen kein Viecher. Ziel. Wird das auch leben?
Das hat noch volles Leben, ne, das Ding. Ich brauche ein Ziel. Ich denke mal, das müsste da aber auch die Endquest sein, oder? Weil ich muss erstmal was anvisieren. Jetzt laufen wir quasi schon nach Ashenvale rüber ins neue Lager. Habt ihr eigentlich diese Karte alle, wo ihr die Flugpunkte habt? Da gibt's so ein Toy. Jo. Das ist ganz praktisch. Ja. Ich brauche ein Ziel. Die war auch jedes Silberstück wert. Ich habe kein Ziel. Ja, definitiv. Es gibt so ein paar Items, die sich echt lohnt zu holen. Blut und Donner. Perfekt, ich habe mein Brahland Achievement. Kraft. Warte mal, welches Level ist denn das andere Gebiet hier drüben? Eschental ist 15 bis 16. Wir können auch Eschental dann alle zusammen questen, wenn ihr den Flugpunkt hier habt. Weil ich bin jetzt komplett durch mit dem ersten Brachlandteil. Dann wären wir wieder alle auf demselben Stand. Können wir das halt immer zusammen. Zum Schutzwall. Genau, beim Schutzwall stehe ich jetzt oben. Wie kann ich euch helfen? Dass wir da halt alle auf einem Stand sind quasi mit den Quests. So ein Gebiet dauert schon eine Weile durchzuquesten, ne? Also, brauche ich denn nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück hier? Die Königreiche. 3. Ja, solange halt nicht 5 Millionen Sammelquests sind, wo die halt gegenseitig das Zeug wegklaust, ist das Questen eigentlich auch ganz entspannt, ne? Aber wenn sowas kommt, dann hängst du halt mit einer Gruppe da ewig rum. Das ist halt nervig. Vor allem, wenn es dann weggeht, wenn du es anklickst. Ja, genau, das meine ich. Und das hatten wir halt. Also im Brachland irgendwie, bei jedem Quest-Hub war eine so eine Quest drin. Und bei manchen waren dann die Leute so lange hinterhergehangen, dass ich schon irgendwie zwei Questlager weiter war. Mit den Sachen, bis die das Zeug hatten. Also da kommst du dann halt nicht mehr auf einen grünen Zweig mit den Quests. Und dann stehst du halt bloß rum und wartest. Und das, weiß ich nicht, das ist dann halt auch nicht so nice. Es widerspricht ja irgendwo auch diesem Multiplayer-Online-Charakter, den man haben sollte. Genau, das denke ich mir halt auch. Das ist halt irgendwie einfach nur dumm. Also keine Ahnung, du willst doch eigentlich, dass wenn du in einer Gruppe spielst, oder wenn es ein MMO ist, willst du doch eigentlich das auch fördern, dass du in Gruppen spielst. Ne? Und da förderst du halt genau nicht. Und vor allem, es gibt ja einen Haufen Quests, wo es so ist, dass du Sachen aufsammelst und quasi das dann für alle zählt. Aber naja. Oder dass der Gegenstand halt weiterhin da bleibt, wenn du ihn nicht. Ja, genau. Kann man sagen. Verschwinden. Ja, oder was mir sehr beliebt passiert, da muss man 5 Gegenstände aus einem Gegner looten. Sie hat's und ich muss noch 20 Gegner töten, bis ich den letzten Gegenstand bekomme. Das ist auch so eine Geschichte. Ich muss erstmal näher. Wobei, das finde ich fast nur das kleinere Übel, weil du dir dann gegenseitig nichts wegnimmst. Ne? Das ist auch nervig, aber diese Geschichte, dass du dir gegenseitig die Sachen klaust, das finde ich am nervigsten. Jetzt haben sie ja mittlerweile schon hingekriegt, dass du auch wenn du nicht in der Gruppe bist, dass du quasi Mobs taggen kannst und dir gegenseitig helfen kannst. Ne? Und dich nicht gegenseitig ausbremst. Das finde ich ja schon mal gut, dass sie das mittlerweile gemacht haben. Weil dass das bei den Questern nicht klappt, finde ich halt echt schade. Friede sei mit euch. Ja, wer weiß, was da jetzt dann noch alles auf uns zukommt. Ja, vielleicht ändern sie da auch nochmal was. Aber das hätten sie halt eigentlich schon mit dem Revamp in Qatar machen können. Ihr habt die Quests schon alle angenommen? Genau, ich kann die auch teilen. So, was sind das hier? Irgendwelche Pfeile? Kriegen ja, die stecken im Boden, sind leicht am Leuchten. Aber jeder muss sie wieder separat aufsammeln. Eieieiei. Geht wieder los. Jetzt geht's schon wieder los, ja, da hinten. Ah, ich sehe Leuchten. Ah, die flacken ja da ganz im Wald drin, die Pfeile. Aha, da ist schon so ein schneller Shami, der mir die wegklaut. Dann haben wir denn noch... Ah, wir können schon wieder queuen.
So, jetzt bitte. Wenn wir nochmal so einen Kack kriegen, dann können wir jetzt alle zusammen questen. Numerigan. Ist okay eigentlich. Wir haben keine Pet-Klassen dabei, die es hier verkacken. Wart mal ab, das kriegt man auch so hin. Ja gut, noch kann ich mein kleines Pet nicht beschwören. Ich kann Erdelementar holen, der läuft dann hin. Ja genau, mach mal den Erdelementar und räum mal hier ordentlich auf. Wir haben geaddet. Bin schon runtergesprungen, den könnt ihr jetzt alleine machen. Ich hab den Boss schon mal, ne? Solltet euch beeilen. Und wann kriegst du denn eigentlich Heldentum? Frage. Okay. 50. Wann kriegt der Rogue eigentlich seinen Shroud? Wahrscheinlich auch erst relativ spät, oder? Auch erst so mit 60. Ich bin gerade im Überlegen. Könntest du die auch lauter Unsichtbarkeitstränke einpacken hier mit Low Level und irgendwie so ein Hardcore-Skip machen? Ich weiß nicht, ob sich das rentieren würde, aber. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Schade ist halt auch, dass du so Geschichten wie Dungeons ziehen und sowas alles nicht mehr machen kannst. Das waren früher noch schöne Geschichten. Kann ich euch helfen? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Zu weit weg. Okay, da ist zum Glück eine Treppe. Ein Mob unten addest und der dann komplett den Weg abläuft und alles mitnimmt, das ist immer richtig schön hier. Ich bin zu weit weg. Hier hinten können wir jetzt auch gleich wieder einiges skippen, indem wir am Rand laufen. Zu weit weg. Ich brauche ein Ziel. Hast du eigentlich schon deine Gedankenexplosion? Ah ja, doch hast du, okay. Mittlerweile, Gott sei Dank. Ja, weil das ist das Einzige, was eigentlich ja eh Schaden macht beim Shadow, ne? Später hast du noch irgendwie so ein Explo-Ding. Der leeren Eruptions-Dings ist doch auch ein guter AOE-Damage, oder? Für den Shadow. Kriegst du den nicht ewig spät erst? Also leeren Eruption habe ich, aber das ist nur dieser Skill, wenn ich meine leeren Energie aufgeladen habe, wechsle ich die Form und dann habe ich so einen Instant-Shot. Achso, der Shot, nee, aber wenn du den das erste Mal einsetzt, dann ist es ja ein Damage auf alle jetzt vor dir. Oder ja, richtig, beim ersten Mal. Genau, das ist auch ein fetter AOE-Damage am Anfang. Aber den musst du halt erst aufladen. Ja, stimmt, da sind die meisten Dinger schon tot. Da sind wir wieder beim Problem durchdotten. Ja gut, durchdotten, das bei den ganzen kleinen Viechern, ne? Ja, ich zieh den Klump zum Boss mit. Ach, oder sie netzen mich. Ne, Hand der Freiheit habe ich noch nicht. Wie sind das? Segen der Freiheit. Oder Segen der Freiheit, genau, irgendwie sowas. Voll die Gerechtigkeit. Aber wenn, dann ist es ein Segen oder eine Hand beim Paladin. Aufopfern? Nö. Doch schon. Doch, ich hab das schon. Ah, okay, gut.
So, da hinten wird's lustig. Da hast du nämlich die Mobs, die Magic Damage zurückschmeißen. Und ich glaube, das Pala fuhr sich auch meistens Magic Damage. Dark, hey, grüß dich. Und den Ghost auch. Ich muss erstmal was anvisieren. Jetzt mal wieder den Fallschirm raus. Oder ich babbel einfach. Die Quest hier nicht vergessen. Seid gegrüßt. Geht einer in Stealth rum. Also irgendwie fail ich gerade die ganze Zeit diesen blöden Fallschirm. Deswegen habe ich gebabbelt. Der ist nämlich dann. Den hast du dann zwar noch im Inventar, aber nicht mehr so als Dings-Item nebendran. Aber du stirbst ja nicht, wenn du normal runterfällst, hast du halt bloß relativ wenig Leben, ne? Nee, das nicht, aber es nervt halt, weil der könnte auch weiterhin nebendran bleiben. Ja, das ist echt nervig, weil dann fängst du an, das dumme Ding, das geht mir immer so, aus dem Inventar rauszusuchen. Und deswegen haben wir jetzt einfach auch Bubble benutzt, dachte mir, komm, egal. Wenn ich da jetzt fünf Jahre rumsuche. Ja, ich könnte meine Taschen ausräumen, aber sofort, also ein bisschen Slots habe ich ja noch, 28, das passt. Muss ich nachher mal machen. Deswegen habe ich mir große Taschen gekauft, dass ich das nicht so oft machen muss. Ich könnte mir aber tatsächlich mal gucken, ob ich mir Gear anlegen kann. Obwohl, so viel Unterschied ist es gar nicht. Also in den Päckchen drinnen sind meistens so Handschuhe oder Schuhe, das kann man gut gebrauchen. Ja, ja, die ich hatte mal einen Schaden, hatte ich das halbe Inventar von dem Zeug voll, ne? Ich habe kein Ziel. Immer nicht aufgemacht. Also es lohnt sich schon, das aufzumachen, das stimmt. Nervig wird's nur, wenn man zum vierten Mal den Umhang bekommt. Den du halt absolut nicht brauchen kannst. Also ich wäre ja mittlerweile ein Fan, dass die noch ein paar mehr Slots reinmachen, auch gern mal noch Handschuhe und Schuhe und so, dass du irgendwann ein komplettes Gear hast. Da musst du dich gar nicht mal um was anderes kümmern. Sucht ihr Gruppenmitglieder? Nee, gerade nicht, wir sind komplett voll mit Leuten. Ich habe kein Ziel. Selbst Hand der Freiheit hat halt ein Global, ne? Das ist halt schon eine Frechheit. Erst dieses Global-Zeug, echt. Dieser Erdinventar scheint schon relativ stark, ne? Wenn du ein Erdöle plus eine Eule im Plus hast, ist halt richtig krass. Dann kannst du halt so oft komplett vom Tank die Mobs wegnehmen. Vor allem bei Necrotic oder so ist es halt richtig stark. Ich muss erstmal näher ran. Ich weiß nicht, irgendwie war früher Gnomeregan so eine Ewigkeits-Inni, aber mittlerweile bist du da halt echt zügig durch den Laden. Kannst du nichts sagen. Alter, früher bist du, glaube ich, auch noch mehr, hast du mehr Quests gehabt und bist immer die langen Wege gelaufen und selten halt komplett runtergesprungen. Ja, und du hast halt auch alle Bosse mitgenommen. Ja, stimmt, du hast ja an der Seite immer dieses Ding auch mit diesen Lochkarten, wo du dann unterwegs warst. Gerade als man noch Schlüssel gebraucht hat für irgendwelche Hintereingänge. Das waren noch Zeiten. Ne, stimmt, hinten hast du auch noch mal einen Boss. Wie hattest du auch irgendwie gefühlt 10 Quests rein in die Instanz, wenn du dir alles mitgenommen hattest? Dann warst du halt auch ewig beschäftigt hier, wenn du in jeden Winkel musstest. Ich brauche ein Ziel. So, Stufe 40. Ich glaube, jetzt kriege ich meine Heilung. Ja, perfekt. Perfekt. Interessant. Ah, habe ich den hier. Meine Taschenlampe. Taschenlampe, na wunderbar. 40 schnelles Reiten. Ja, stimmt. Ja, jetzt komm, bist du ein bisschen fix unterwegs. Musst du das eigentlich noch lernen? Ich bin gerade echt am Überlegen. Schnelles Reiten? Ich glaube ja. Irgendwie was mit den Chars nie gemacht, aber gut, ich bin ja immer nur Instanzen gelaufen, da war es vollkommen egal. Den Schatten. Ich glaube, ich habe das dann immer mit dem Fliegen zusammengelernt, das Zeug.
Obwohl, jetzt fragst du aber wirklich was. Ich erinnere mich ja gerade auch nur an das Fliegen, wie man das immer kauft, wenn man gerade so zu Wolf reingeht. Ja, wenn du, dann nimmst du es wahrscheinlich vorher mit, ne? Weil sonst, wenn du nicht questest, ist es eigentlich egal. In Instanzen kannst du meistens eh nicht reiten. Ich muss erst mal jetzt wird's lustig hier. Klappt nämlich immer nämlich besonders gut. Greift an. Halte mich mal zurück und heile. Lasst niemanden entkommen. Schießt weiter. Lasst niemanden entkommen. Kackviecher mit ihrem Feuer. Noch einer erledigt. Geht nicht. Warum kannst du einfach so durchlaufen? Noch einer erledigt. Oder backt. Es muss nur einer mit dem Schild vorne stehen. Ja, aber du musst doch da direkt davor stehen. Das Problem, wenn du so als Tank machst, ich hab ewig das Schild und kann die Mobs nicht antanken. Da rennen die Mobs schon alle weg. Ist. Am besten ist hier ein Monk, der kann sogar mit dem Schild in der Hand nach vorne dashen. Das geht richtig ab. Du hättest als Hochbergtaucher auch diesen Sprint nach vorne gehabt, ne? Oh, stimmt, hab ich noch gar nicht eingesetzt. Ah, hier. Das wäre. Ja, der ist ganz nett, ne? Wenn du den hast. Kannst du die Mobs ja sogar überrennen und dann werden sie, glaube ich, kurz gestunt oder so. Habt ihr was gehört, Jungs? Ah, Frischfleisch für die Hunde! Hier kannst du den einen Boss auskippen, diesen komischen Dingsmeister da. Wie heißt der hier? Waffenmeister, genau. Kannst auch zum Endboss gehen, deswegen geht die halt auch ziemlich schnell. Die einen Mobs jetzt gleich im Gang, die werde ich auch komplett durchziehen, also einfach mitlaufen. Dann ziehen wir sie um die Ecke rum und cleaven sie weg. Ich hoffe, das geht gut. Notfalls, Erdelementar. Ah, hast du Ready, okay, perfekt. Hast du auch den... In 50. Ja, du bist dahin. Hast du auch den Master mittlerweile? Nee. Ja, weil der ist halt auch praktisch ein Enhancer Master, sonst haben wir ja nicht viel. Das Orientieren haben wir noch nicht. Sieht wirklich cool aus, dein Hochbergtaucher. So ich habe unsere geheiligte Bruder. Hat Elin 30. Im Stich gelassen. Oh, passt für nicht. Hier müssen wir nämlich nicht mal alle ganz mitnehmen. Die Kanoniere, die da hinten stehen, die kannst du nämlich tatsächlich. Hä, warum sind die nicht da? Eigentlich stehen da Kanoniere, aber okay. Ah, seht ihr, einmal voll geheilt. Sollen wir die auch noch mitnehmen? Okay. Boah, jetzt. Okay, das war, glaube ich, keine gute Idee. Hast du einen Erdelementar? Erdele kommt gleich, ja, ja. Kommt jetzt. Wird wahrscheinlich schnell sterben. Jo, wahrscheinlich. Down. Fuck, ich bin entwaffnet. Ich kann noch bubbeln. Geht nicht hoch. Bubble jetzt mal noch nicht. Ja. Okay, jetzt bubble ich. Okay, ich klicke die Bubble wieder weg. Gut. Juhu. Holla, die Waldfee. Da gingen die Dots wenigstens mal ein bisschen durch, ne? Waren viele Mobs. Ja, jetzt sollte man ein bisschen vorsichtiger machen. Jetzt haben wir alle CDs raus. Obwohl, komm, die nehmen wir alle mit hier, auf geht's. Bin betäubt. Wieder betäubt? Oh oh. Ich geh mal flitzen. Verdoppelt betäubt. Okay. Okay. Passt wieder? Und mir ist der Gaul ganz gut. Ich pull die jetzt mal alle um die Ecke. Wir müssen die einen Mobs interrupten, die das Schild casten. Jetzt hab ich blöderweise keinen Gaul zum rauspullen. Zu weit weg. Die einen müssen wir jetzt interrupten, die das Schild casten. Okay, ich werf mal ein Dings drauf, das interessiert dich nicht, mein Schild. Ach komm, mach doch nicht nochmal so einen Scheiß. Stunnen? Ah, Stun geht auch, okay. So, da ist halt schon der Endboss. Also die geht halt auch richtig schnell, wenn du den einen Boss noch skippst. Vor allem, wenn du einigermaßen große Puls hier hinkriegst, ne, dann sparst du halt auch viel Zeit.
Jetzt bräuchte man noch so einen krassen Magier, ne? Kahn-Magier ist natürlich schon das Nonplusultra hier. Ups. Einmal mit Profis, ne? Ja, den Arcane-Mage habe ich jetzt zu häufig gespielt. Ich wollte mal was anderes machen. Hast du mehrere Arcane-Mages? Ja, im Low-Level, weiß nicht. Ich habe, glaube ich, als Hortler einmal mit dir mitgemacht, als Arcane. Und dann mit dem kleinen Gnome. Das reicht jetzt. Na ja, gut, irgendwann ist es auch ausgelutscht, ne? Was jetzt? In Max-Level bin ich wieder Frost. Finde ich besser dann. Ist, glaube ich, nur im Low-Level so stark mit dem Arcan. Was verlangt ja, du musst ja nur Arcan-Explosion spammen. Das ist so, ja. Ja, gut. Das ist, ja, klar. Ich bin aber es drückt halt Damage, vor. Ne? Das ist... Ja. Denkt dran. Geduld. So, da. Ich glaube, wir kriegen keinen Verlies mehr. Jetzt sind wir in deiner Region. Vom Düsterbruch sind wir in der Region, oder? Nee, oder? Ist Düsterbruch nicht 50 rum? Ach, ist es. Okay, Leute. Hast du dann Erdedel ready? Scheiße, ich hab nichts ready, ne? Eine Minute. Aber wir haben jetzt okay. Erstmal einmal Quests. So, da drin, da gibt's keine Quest bei der Horde. Oh, ja. Wir können jetzt. Quest gab's. Ja, dass du alle Bosse machen musst. Wir machen es auf zweimal, würde ich sagen, oder? Oder schaffen wir hier? Gut aus. Doch, sieht's gut aus. Komm, scheiß drauf. Full Retard gehen wir jetzt. Er hat Elin 30. Okay, ich gehe jetzt Full Retard und wir pullen den Boss noch. So, okay, Boss ist gepullt, alle hierher. Okay, ich brauch deine Erdele. Gottes Schild oder in so? 15. Oder Lauf? Nee, scheiße. Scheiße. Okay. Ich krieg nicht mal einen Cast auf die anderen durch. Ja, okay. Das war too much. Vielleicht hättest du mit Erdele hingehauen. Ich hatte halt nichts. Ich hatte keine Bubble und kein Dings. Ich hatte, also ohne ja. CDs brauchst du das nicht machen. Da brauchst du schon CDs. Ich muss erstmal was anvisieren. Oder du brauchst halt einen Master oder irgendwas. Aber wir hatten das, glaube ich, letztens gemacht, ne? Da haben wir alle zusammengepullt. Da war ich auch mit dem Arcane-Mage dabei. Ja, also Arcane-Mage ist halt einfach unübertroffen. Da drückst du halt einfach die Mobs so tot. Ich meine, der Guardian macht auch mehr Schaden als der Paladin. Silver, hey, grüß dich. Susan, hey, danke dir fürs Hosten. Was, welcher Aspekt besser ist? Shadow Priest oder Gesetzlosigkeit, Schurke? Den kannst du ja nicht miteinander vergleichen, Range und Melee, ne? Aber du meinst wahrscheinlich, was mehr Schaden macht. Da ich beides nicht aktiv im Raid spiele, kann ich es dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber wenn du die, ich hab kein Ziel. Wenn du die reinen Damage-Zahlen auf einen Flickwehr-Kampf gucken willst, dann kannst du mal bei SimCraft schauen, ne? Oder SimulationCraft. Da sind die immer relativ gut aufgelistet. Da siehst du,
siehst du solche Vergleiche, wobei das halt dann meistens immer nur Flickwerkkampf ist, also quasi einfach nur gegen ein Target. Und ob die hundertprozentig aussagekräftig sind, ist halt auch die Frage. Gerade Gesetzlosigkeit-Schurke macht richtig viel AOE-Damage, wenn er seinen Klingenwirbel drin hat, das trifft einfach alle. Stimmt, ja, wenn du hier Plus guckst... ist das richtig gut, wenn du viel zusammenpulst. Ich habe ja letztens dieses MDI, habe ich mir mal ein bisschen was angeguckt. So brennend interessiert es mich jetzt halt nicht, ne, aber mal ein bisschen reingeguckt, was da Rogues machen und vor allem auch DKs, ne. Der eine DK hatte irgendwie einen Peak von 1 Million DPS. Ich mir dachte, okay, das ist halt krass, ne. DK DD als Unholy da. Ja, ja, aber 1 Million DPS hatte der halt, ne. Ich finde schon witzig, dass da Worry-Krieger abgehen, Tanks, ne? Ja, ja, auch schon gesehen, ja, spielen die alle mit Worry-Tank, weil die einfach so ein Damage drücken. Ja. Bei Gesetzlosigkeitsschurken ein Monk, Worry-Tank, ja, so sahen die Gruppen meistens aus. Ich brauche ein Ziel, ich muss erstmal was anvisieren. Naja, also, das richtig zu balancen ist sicher schwierig, ne? Aber, ja, ich ist halt immer ein bisschen schade, wenn nur immer eine Kombi rumläuft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Worry Tank unbedingt so viel tankier ist als die anderen Tanks. Ne, ob es daran liegt, weil früher hast du ja immer DK-Tank genommen, weil er sich so gut gegenheilen konnte. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube nicht, dass der Worry so krass viel tankier ist als die anderen. Aber der macht halt einfach so einen Schaden, ne? Und das brauchst du halt im M+. Da macht der Tank halt auch viel aus. Irgendwie mit dem nächsten Patch wird beim Guardian wieder, wie schon beim letzten Patch, alles um 15% erhöht, ne? Weißt du, die haben im letzten Patch schon 15% von den ganzen Fähigkeiten erhöht, aber es hat halt trotzdem nicht viel gebracht, ne? Wenn du halt nicht so viel Schaden machst, sind halt 15% auch nicht viel. Aber sie erhöhen jetzt halt nochmal alles um 15%, mal gucken, ob man dann das hinkommt. Kann ich nicht, aber ich denke, du wirst trotzdem nicht auf den Burst von Worry kommen, aber vielleicht ein bisschen näher ran zumindest. Normalerweise machst du halt hier nur Hogger, ne? Also die anderen Bosse, die wir jetzt gemacht haben, brauchst du nicht. Aber da wir eine Quest haben, kannst du es mitnehmen. Aber sonst, wenn du hier nochmal, wenn wir jetzt hier nochmal reinkommen, dann brauchen wir wirklich nur links rüberlaufen, Hogger umhauen, dann ist das fertig. Wenn du das halt hinkriegst mit diesem einen Pull, dann bist du halt richtig schnell durch. Aber es ist halt schon knackig, da brauchst du, glaube ich, alle CDs, dass das geht. Oder halt irrensinnigen. Ich hab jetzt noch das Stun-Totem. Und ja, oder irrsinnigen AE-Damage, wo hier Pico mit seinem Mage gespielt hat, der halt mit Arkan irrsinnig was raushauen kann, dann geht das halt auch. Ja. Ich brauch ein Ziel. Schulter, na, ich krieg halt immer die falschen Sachen. Grüße. Das Licht segne euch. So, dann hoffen wir mal, dass wir nochmal eine vernünftige Innie kommen, so wie hier. Das Marauder, so einen kurzen Teil würde ich jetzt auch nehmen. Den mittleren, der ist der kürzeste. Tal und Hügel. Gnome. Ne? Yeah. Warte mal, kannst du theoretisch hier auch alles skippen bis zum Endboss? Ich weiß gar nicht, ob du den einen, diesen Wasselmentar-Boss spielen musstest, ne? Wenn du weit genug fliegst? Ich glaube nicht, dass du den brauchst, oder? Dann lassen wir den einfach liegen. Na gut, okay. Oder auch nicht. Achso, den Boss meinst du? Ja, den wollte ich skippen. Ich habe extra geguckt, wo er rumläuft. Und habe mich so hinfliegen lassen, dass wir den Boss nicht pullen. Habt ihr den Fallschirm nochmal? Du kannst den aufheben, da oben. Da ist ja dieser... Ah, die Truhe, ja, ja, ja. Ja, genau. Und dies war beim anderen Boss auch nochmal die Truhe. Also falls du ihn zwischendrin wegschmeißt, kannst du immer kann wieder ich holen. Da oben nicht heilen. Oh, stirbst du am Fallschaden? Nee, doch nicht. Wunderbar.
Ja, weil die Bosse dauern halt schon im Verhältnis relativ lang, ne? Den hätten wir wahrscheinlich skippen können, wenn man mit dem Fallschirm richtig drüber fliegt. Ja, ich wusste schon, dass die nächsten in Adden das hängen. Ach so, du dachtest dir, ja, nimm sie lieber mal mit, ne? Dann machst du es safe. Ist klar, ja, ja. Der hätte von mir sein können. Ich muss erstmal was anvisieren. Eigentlich muss ich mit dem Paladin ein bisschen anders spielen, weil da solltest du dich nicht so in den Rücken hauen lassen. Der kann halt mit dem Schild und mit der Waffe parieren und blocken, ne? Das kann der Druid Tank alles nicht. Deswegen ist beim Druid Tank eigentlich fast wurscht, ne? Ob du quasi dich in den Rücken hitten lässt oder so, weil der das alles nicht kann. Der kann halt nur ausweichen. Achso, wollen wir so, jetzt können wir sie mal killen hier. Und mal einer steht da hinten und feuert irgendwie. Krieg ich den? Nee, das ist LOS. Ja, dann halt nicht. Der wird schon mitkommen. Ich hab kein Ziel. Ich bin mir jetzt weg. Halt echt nicht sicher, ob wir nicht hier einfach runterspringen können und den Boss auslassen, ne? Ob du den. Ich weiß oder nicht, ob irgendeine Tür zu ist oder so. Ich weiß halt nicht, keine ob Ahnung. Beim Endboss nicht die Tür zu ist. Das Problem ist. Wir können jetzt runterspringen, den Boss auslassen, direkt zum Endboss gehen und wenn es blöd läuft, stehen wir halt vor einer verschlossenen Tür, müssen wir hochlaufen, dann verlieren wir halt einen Haufen Zeit, ne? Aber dann wissen wir es zumindest, ob es geht. So fürs nächste Mal. Wie es mir so geht? Ach, soweit ganz gut, bin bloß ein bisschen, bisschen müde. Ich würde sagen, wir testen es jetzt einfach mal, also wobei es geht eigentlich nur im Verhältnis. Bin gestern auch nicht so früh ins Bett gegangen. Bin ein bisschen Nachteule, weißt du? Du brauchst den Schlüssel. Aber, okay, musst du den tatsächlich looten? Geedit. Jetzt werden wir gleich sehen. Ich denke, du musst ihn halt machen. Aber wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du es halt nicht, ne? Ich habe, glaube ich, nicht so ein Armory-Dings. Ich weiß gar nicht, habe ich es in Twitch verlinkt, mein Armory-Ding? Ich glaube nicht. Ich muss erstmal näher ran. Ich hätte euch ja jetzt die Char-Namen gesagt, aber da die beide so einen Akzent drüber haben, weil mir die Leute immer meinen Namen klauen, ne, wird es ein bisschen schwierig, ich hab kein Ziel. die zu finden. Ich glaube, ich habe. Also YouTube habe ich es auf jeden Fall jetzt mal eingeblendet. Könnt ihr mal gucken, das habe ich verlinkt. Und da ist es unter den Videos, habe ich es drin, wie die Chars heißen. Sowohl mein Ali als auch mein Hordenchar, falls euch das interessiert. Ist seine Lari immer noch nicht auf Maximum? Ich muss erstmal was anbieten. Siehst du doch, wenn du ein paar Worldquests machst. Ich habe kein Ziel. Macht deine Taschenlampe eigentlich auch Damage oder heilt die? Also, dass er heilt, weiß ich, aber macht die auch zusätzlich Damage? Ich muss erstmal was anvisieren. Nicht, dass ich wüsste. Ich brauch ein Ziel. Warte. Wäre was. Aber kannst du irgendwie damagen als Heal-Paller? Ja, ich kann mit meinem heiligen Schock, mit meinem Richturteil. Also, der heilige Schock ist halt der Skill, der Damage und heilt. Ich kann die Weihe ziehen. Ich hab kein Ziel. Und ich hab den Kreuzfahrerstoß. Ich brauch ein Ziel. Also ein bisschen was kann ich mitmachen, aber du lässt mich ja nicht. Was? Jetzt bin ich wieder schuld. Ich hab kein Ziel. Zu weit weg. Also draufklicken kann man auf jeden Fall, und es ist jetzt auch nicht verschlossen, ne? Nö, geht auf. Schau, wir brauchen ihn nicht.
Da hat jemand gesagt, man braucht einen Schlüssel. Pustekuchen. Siehst du, deswegen meine ich, alles mal ausprobieren. Kannst dir halt einfach den Boss sparen und dieses Rondell-Trash-Ding kannst du halt auch sparen. Gut zu wissen. Und ich denke mal, den ersten wirst du dir auch sparen können. Also kannst du hier auch direkt zum Endboss durchlaufen. Packst du noch ein paar Invis-Pots auf? Schon durch. Und dann kommst du halt echt relativ schnell durch. Dann ist Gnome eigentlich auch eine Innie, die ganz gut geht. Müssen halt bloß alle hinkriegen, am Anfang beim quasi beim Boss drüber zu fliegen, ne? Dass du den nicht addest. Denn der Boss den Debuff auch. Das ist natürlich ungünstig. Ja, gut, also, aber ich muss jetzt mal sagen, die Voraussetzungen, die du für die Zanellari-Trolle hast, sind ja jetzt nicht so krass, oder? Also, das hat ja jetzt ein halbes Jahr gedauert, bis die Zanellari-Trolle an sich rausgekommen sind. Und da war ja absehbar, dass man den Zanellari-Troll-Ruf braucht, ne? Und halt eine Questreihe. So, dann sind wir wieder mit der Stunde durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Mittlerweile Stufe 44. Und dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.